glaube nämlich nicht, dass man zwischendurch speichern kann, ehrlich gesagt. Man kann ja nicht in den Aufgaben. Ja, ein Schwert, eine Schneide, ein Dolch, ist alles dasselbe. Es hat alles einen Schaft und eine Klinge. Ist alles dasselbe. Ich bin schon dann überlegen, ob wir erstmal zu einer Expedition einfach aufbrechen. Weiß ich das jetzt ja nur wirklich? Weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Es ist halt schon ziemlich spät, ne? Und ich weiß nicht, ob ich in 25 bis... Ja, gut. Ach komm, weißt du was? YOLO, ey. Komm, den machen wir jetzt noch. Den machen wir heute noch fertig, komm. Den machen wir heute noch fertig. Dieses unerträgliche Monster ist ein Leginia. Dieselbe erbärmliche Kreatur, die mein geniales Luftschiff hat abstürzen lassen. Wie ich sehe, hat es einem Ruf als lästige Kreatur der neuen Welt allen Ehren gemacht. Solange das Ding noch am Fressen ist, können wir es nicht riskieren, mit dem Luftschiff weiter runter zu fliegen. Ja, deswegen möchte ich ja den Quest annehmen. Achso, ja gut, ja, ich muss den Quest annehmen. Hey, Partner! Ja, wir machen die fertig, genau, ja. Langsam und vorsichtig. Was? Nein, langsam und vorsichtig, wenn ich da was schon höre. YOLO heißt das. Okay, los geht's. Komm, wir nehmen Gutschein dafür. Für heute nehmen wir noch einen Gutschein. Ich würde gerne... Gibt's hier eine Kantine? Ich würde eigentlich gerne nochmal in eine Kantine gehen. Warte, lass uns nochmal... Lass uns noch... Ich will noch in eine Kantine... Ich habe keine Kantine. Warte, ich will Kantine. Num, 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 Kantine. Num, 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 Kantine. Hier ist keine Kantine. Ich brauche eine Kantine. Ich brauche Essen. Ich hätte gerne Kantine. Klingeling. Die Post ist da. Hier ist keine fucking Kantine, Mann. Scheiß Kantine, ey. Na gut, bereit zum Aufbruch. Ja, wir brechen jetzt auf. Schönes Wochenende dir, Markus. Viel Spaß bei der Arbeit. Mir ist bestimmt sehr viel Spaß. Na gut, ist Nachtschicht, ne? Da muss es auch immer so sein. In der Nachtschicht ist ja normalerweise nicht so viel los. Also ich kenne Nachtschicht so, dass ich auch manchmal ein bisschen schlafe. Oder lese. Oder einfach nur lethargisch in die Ecke gucke und... So, Kantine. Wir müssen den Weg frei machen, damit wir zum Grund des Tals der Verwesung fliegen können. Ja, du verwest okay. Nämlich auch schon, Weib. Können nur einen Ofenbraten machen, oder? Ach, Kacke. Mist. Ich weiß nicht, wie man Ofenbraten macht. Na gut, dann halt ohne Essen. Scheiße. Warte mal, was wollten wir? Ich hab's vergessen. Was war los? Muss ich nicht ins Tal der Verwesung? Was machen wir denn jetzt hier? Hä? Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Schwert und Schild ist ein Nahkampfwaffenset mit Fokus auf Beweglichkeit und Ausweichen. Großartig für Einsteiger geeignet. Ich bin Killer. Ich habe irgendwas getötet schon wieder. Okay. Okay, ja, wir müssen mal sehen, wie wir damit klarkommen. Ich habe vergessen, was hat die denn jetzt gesagt, die alte? Die alte Fregatte. Auch neben den, ja, neben dem Zelt, das ist ja keine Kantine, das ist ja nur so ein Ofenbraten-Ding. Die ich noch nicht so ganz verstehe. Wir müssen doch eigentlich ins Tal der Verwesung. Was sollen wir denn jetzt hier? So nix, hier ist doch der Hund begraben. Ich bin verwirrt. Ist das eine Fußspur? Hat der überhaupt, benutzt der überhaupt Fußspuren? Naja, wir müssen ja irgendwie den Weg finden. Das ist vielleicht... Das sind ziemlich kleine Füße. Ich glaube nicht, dass das die Fußspur von denen ist, oder? Das wäre ein bisschen peinlich für den. Ach komm, haut ab, Mann. Geht irgendwo anders hin. Komm. Hier, da gibt es eine Kerbe.
weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Ja, lass mich doch mir mein Kram hier machen, ey. Was tust du ja gerade so, als ob ich hier... Was ist denn jetzt hier los? Ach, hier wird mir zu viel gekuschelt. Was ist denn hier los? Hier sind ja ganz viele Hampels. Ich steche euch alle ab. Ich steche euch ab. Einfach auf Leichen rumstechen. Das kann man auch machen. Gesehen, Alter, ich bin gesprungen. Sind das jetzt hier nur Kitty Kitty? So, das da wollte ich eigentlich. Ist das nur... Das ist nur eine Zizi. Gib mal her den Schinken. Ey, gib den Schinken. Dankeschön. Mist, das waren Zizi-Figuren. Figuren vor allem. Komm, geh woanders hin. Wo finde ich den denn jetzt? Ach, Mano. Ich hasse das, wenn das passiert. Ich hasse das, wenn das passiert. Ich habe noch Schoki zu Hause, Valkyra. Ich habe diese super geilen, ich weiß nicht, ob die schon irgendjemand mal gegessen hat, aber diese Knoppersriegel, ne, die sind mega geil. Diese Knoppersriegel sind mega, mega geil. Ich weiß nicht, wohin ich jetzt muss. Was, Mann? Ich bin ausgewichen, wie ein Gangster. Da komm ich gar nicht lang. Ich hasse es, nach sowas zu suchen. Mann, ich dachte, das kriegen wir jetzt schnell hin oder so, aber scheinbar scheint das doch nicht so schnell zu gehen. Scheiße. Ich will Seilbahn fahren, vielleicht hilft das. Wie kann man Seilbahn... Katze, geh mal weg, danke. Der hat hier echt eine scheiß Seilbahn gebaut, der Typ. Psycho, Alter. Baut hier eine Seilbahn? Hui! Na klar! Scheiß auf die Physik! Im Gebiet 12? Okay, danke schön. Greater Chaos. Gebiet 12. Gebiet 12 habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Ich gehe mal stark davon aus, dass das hier unten ein Gebiet 12 ist oder so. Oder wo ist ein Gebiet 12? Da ist Gebiet 12. Okay, also müssen wir jetzt hier erstmal geradeaus gehen. Ja, Knoppersriegel. Es gibt jetzt Knoppers mit Riegel. Das ist eine Mischung aus Knoppers und, Snickers. Voll geil. So, das hier muss doch jetzt garantiert, eine von denen sein, oder? Wenn wir jetzt wirklich auf dem Weg sind? Ja, schön, schön. Wir werden so sterben gleich. Gott, ich weiß es jetzt schon. Und wir sind tot. Hey, er glaubt richtig an sich. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Schild und Schwert sich macht. Ob ich es überhaupt hinbekomme zu blocken. Ich meine, ich bin nicht gerade der Blocko-Profi. Der Block-Profi. Früher mit Lego, ne? Da war ich. Was macht denn der jetzt? Was ist denn für eine Aktion? Naja, macht dann auch nicht schneller. Was da? Wo? Wo, Mann? Ihr scheiß Käfer, was macht ihr? Was suchst denn du da gerade? Das ist wirklich der Legian. Ist er doch hier unten, oder was? Hui! Batsch! Ernsthaft, du lässt mich erst da hochklettern und dann geht's doch da runter? Da ist er doch. Elegant
aussehende Kreatur. Elegant im Sinne von, ich reiße dir dein Gesicht vom Kopf. Das ist auch elegant. Schrei mich nicht an, Mann. Ich bin eine empfindliche Seele. Wo habe ich denn meine Blitzmunition? Scheiße. Naja, warte, so. Den Mund mal nicht, weich nicht aus. Aua, ich hätte blocken müssen. Ich bin verwirrt, beschädigt, kaputt. Aua, aua. Ja, 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 schick mir einen Schnitzel. Komm, mach deine Eistechnik woanders, Alter, du altes Eis-Pokémon. Du altes Arktos, ey. Mal hier nicht deinen Arktos raushängen, du. Aber wo Arktos raushängen lassen? Wie wäre es eigentlich mal mit einem Maxi-Trank? Der wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Habe ich schon gesagt, dass ich dich töten werde? Ich habe daneben gehauen. Geh weg, Mann. Okay, das macht mich völlig fertig hier mit dem. So, wir sind wieder wunderschön. Vorsicht, der macht gleich wieder seinen Arktos-Ruf. Komm runter da! Ja, ich rutsch weg. Aua! Ah, du kleines Schnitzel, Mann. Aua, jetzt lass das mal. Wo bist du denn überhaupt? Stinkwurst. Ja, ja, wir sind wieder betäubt und sind gleich tot. Komm, gib mir einen Klatscher. Dankeschön. Blocken. Haha, ich hab wirklich geblockt, oder? Das hat ihn völlig verwirrt, dass ich geblockt habe. Er kennt mich. Normalerweise blocke ich nicht. Das hat ihn fertig gemacht. Das hat ihn echt verwirrt. Schön. Wir schleichen uns langsam ran. Und jetzt stechen wir ihn ab. Also, jetzt, was ist denn das für ein kleines Milchmesserchen hier? Weißt du, es gibt immer so riesige Messer in Monster Hunter und dann kommt der hier mit einem Milchmesser an. Komm runter! Schneid mich nicht an. Weißt schon, dass ich dich fertig mache, oder? Wo bist du denn jetzt? Bist du weg? Ich wetz mir mal wieder ein. Ja, ein Lavados wird jetzt helfen. Fang mich! Hey, Arschloch. Du riechst untenrum ganz schlimm. Guck mal, ich blocke. Und er ist verwirrt. Alter, ich hab wieder geblockt. Alter, ich bin der Blockkönig. Habt ihr gesehen? Er hat wieder geguckt, als wenn er sich denkt, so, what the fuck, der blockt? Der ist voll der König. Ey. Nimm deine Griffe von mir runter. Ja, jetzt liegst du am Boden. Jetzt hau ich dir den Kopf zu Brei, Alter. Schrei mich nicht an. Block, du Arsch. Ich muss es immer wieder... Aua, ich habe nicht geblockt. Ich muss es aber erwähnen, dass ich blocke. Es tut mir leid. Ihr wisst selber, wie sehr ich mich darüber freue, wenn ich mal blocke. Hui, das war knapp. Hui, das war knapp. Hast gesehen? Ich habe fast geblockt.
Okay, jetzt geht er ein bisschen ab, wa? Jetzt hat er ein bisschen schlechte Laune, das alte Ding, wa? Oh, Gott sei Dank. Das Ding stand da ein bisschen rechtzeitig. Guck mal, ich blocke. Aha, verwirrt. Alter, mit unserem Milchmädchenmesser hier, Alter. Das sieht auch echt aus. Oh, wir sind betäubt. Geil. Und tot. Geh mal weg da mit deinem Schwanz. Meine Fresse, ey. Warte mal, da unten ist irgendwo eine Heilbeere. Ja, super. Toll. Noch nicht mal ein Käferchen. Kannst du mal einen Käfer... Dankeschön. Milchmädchenmesser. Ich bin nämlich eine kleine Konformantin und deswegen mache ich dich fertig damit. Meine Mama erlaubt mir noch kein größeres Messer, deswegen habe ich so ein kleines Kindermesser. Kindermesser sind nämlich super. Das ist extra nicht scharf. So kleine Plastikmesser, die du im Kindergarten bekommst. Mit sowas spielen wir hier. Wir sind auch perma betäubt. Naja, lass ihn mal da hinten ein bisschen kämpfen. Lass ihn mal ein bisschen kämpfen. Ey, ihr sollt kämpfen. Wir sind betäubt gerade, weil der Tobi Kadachi hier getäubt hat, ne? Die blöde Sau. Alter. Ich stech dich ab wie ein Schwein, ey. Ich krieg selbst kaum was mit, muss ich mal sagen. Ich krieg kaum was mit. Ich greife einfach an. So, er will wegfliegen. Das heißt, wir können uns wieder wetzen. Oh, Sandy ist da. Na endlich! Zu meinem glorreichen Sieg siehst du das denn kommen, wie ich hier glorreiche Siege. Und ich habe mich benommen. Kannst den Chat fragen. Ich habe nichts Anstößiges, Versautes oder Gemeines gesagt. Das möchte ich nur mal andeuten. Ey, Arschloch. Ich hab nichts Gemeines gesagt. Jetzt hau nicht. Gehst du jetzt wieder da runter? Willst du mich verarschen oder was? Ist doof oder so? Mach das hier doch nicht zum Spaß. Runter da. Schieß dich auf, ey. Autsch. Dankeschön. Ich hätte vielleicht blocken sollen oder so. Mach dich platt, Alter! Töte dich! Töte dich! Steche ich ab wie ein dämliches Schwein, was du bist. Oder Drache oder Hüpfi oder. Einfach abstechen. Immer auf den Kopf ruf. Immer den Schädel zerschlagen, ey. Läuft aber gut, oder? Würde ich mal so behaupten. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut läuft, aber wir schlitzen ihn auf. Komm mal her, Alter. Ich habe ein Schild. Das Schild hält alles ab. Siehst du? Ist nicht mitgerechnet, ne? Aua. Ja, es hat... War zu langsam.
Nehme ich gleich die Vitalitätswespe mit und dann stechen wir weiter daran. Dann guckt man einmal in den Chat und schon wird man wieder erwischt. Schlimm. Muss nicht mal reingucken, aber gut, machen wir trotzdem. Alter, ich hab doch geblockt. Ey, diesmal habe ich wirklich geblockt, ich schwöre. Ich habe geblockt. Autsch, 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 autsch,